Hallo Leute, wir machen munter weiter hier bei Mass Effect 3, immer noch im Omega DLC. Und wir hören hier einen Batarianer predigen, den wir schon im Mass Effect 2 auf Omega haben predigen hören. Also horchen wir uns den mal an. Jetzt sagt er nichts mehr. Na super, jetzt sind wir da und jetzt... Ich habe euch gewarnt. Ich habe euch alle gewarnt. Jetzt legen die Reaper alles in Schutt und Asche, was uns wichtig ist. Ja, du hast uns gewarnt. Gut. Oh, hier wird immer noch kräftig gekämpft. Zivilist? Wir sollten uns nicht hier verstecken. Wir sollten da draußen sein und mitkämpfen. Tja, wir sind da draußen und kämpfen mit. Die Batarianer klingen auch alle gleich, oder? So. Es ist alles in Griff. Los, los, los! Zu Befehl. Schrotflinte Universalklinge 2. Ja. Ah, hier müssen wir wohl lang. Ein Kroganer. Ah, und ein Fahrstuhl. So, Aria. Cerberus ist auf meiner Station. Natürlich stimmt etwas nicht. Das meine ich nicht. Ich gehe der Sache nach. Bis dahin, Funkstille. Ja. Was zum Teufel macht sie? Gute Frage. Ja, Leute, mittlerweile sind wir ja auch schon im Part 65. Wahnsinn. Ui. Wo ist Nareen? Sie sondiert die Lage. Wir sind damit beschäftigt, hier die Stellung zu halten. Sie ist unterwegs zum Afterlife. Das Afterlife. Sie dürfen nicht durchkommen. Wir halten nicht mehr lange durch. Achtung! Es sind keine Talons. Sie ziehen sich zurück. Adjutanten. Nareen. Es reicht. Aria. Sagt eurem Boss, dass ich ihn mir holen werde. Oh, die ist immer mächtig sauer. Hier ist aber niemand mehr, oder? Nee. Ah. Schluss jetzt! Ich bringe euch alle um! Oh. Aria. Petrovsky stirbt sofort. Uff. Oh, sie hat wohl doch einiges für sie empfunden. Okay. Ich denke mal, er ist hier. Hoffentlich. Für ihn natürlich hoffentlich nicht. Nareen Kandros war eine gute Soldatin. Eine Schande, dass sie für ihren Ehrgeiz sterben musste. Sie sind ein toter Mann. Nein, halt! Was jetzt, Petrovsky? Teile und herrsche, Commander. Kandros hat die drei Adjutanten getötet, deren Experimente nicht abgeschlossen waren. Diese stehen voll unter unserer Kontrolle. Die Prototypen unserer künftigen Armee. Du Spinner. Aria befreien. Stellung, halt. Ich habe von den Generatoren fernhalten.
Okay. Ah, Konsole deaktivieren. Achso. Shepard von den Generatoren abhalten. Ich weiß jetzt auch nicht, warum er ist gerade nicht gelaufen ist. Irgendwo bin ich hängen geblieben. Zieh dich. Autsch. Ein Adjutant. Ach, Schildgenerator zerstören. So leicht halt, gib ich nicht auf. Was ist denn der? Ach, den hat's erwischt. Stellung halten. Arias Gesundheit ist gar nicht mal so gut. Ach, und jetzt muss ich den nächsten hier. Den nächsten Generator hier erledigen. Ah. So, da ist der nächste Generator. Autsch. Okay, und wieder ein Shield-Generator muss ich wohl zerstören. Ach, das macht die Aria immer. Die metzelt die immer nieder. Ah. Ach, ich krieg den heute nicht mehr eingesammelt. Ah, Hilfe! Nein, warum gehst denn du in Deckung? Steh wieder auf! Das für ein Schrei. Ah. Omega gehört dir. Ah. Ich bin wieder da, ja. Ja? So, Petrovsky, wo ist denn deine Leute? Achtung an alle Cerberus-Truppen. Kapitulation. Okay, General Petrovsky, Kapitulation. Das klingt ja mal... Oh, weiß nicht, ob wir dir trauen sollen. Aber... Dann gehen wir mal zu General Petrovsky. Feuer einstellen. Keine Kämpfe mehr. Es ist vorbei. Hey, du Adjutantenzüchter, du. Oh. Aha, das Schachspiel ist vorbei. Okay. Commander Shepard, ich begebe mich in Ihren Gewahrsam. So was Lächerliches habe ich noch nie gehört. Ich bin unbewaffnet und ich habe Informationen über den Unbekannten für die Allianz. Sie würden alles sagen, um Ihre Haut zu retten. Aber ich ließ Sie von Omega fliehen. Ich verdiene Gnade. Ist das wahr, Arya? Ja, Cerberus hatte die Station eingenommen und er ließ mich gehen. Spüren Sie das, Oleg? Das ist der Tod. Er ist ganz nah. Vergessen Sie es nie. Ich lasse Sie am Leben. Für meinen Partner und den Kampf gegen Ihren Herrn. Sie sollten kooperieren.
Nehmen Sie ihn, Shepard. Urteilen Sie über ihn. Aber schaffen Sie ihn von meiner Station runter. Commander, zum Glück hatten Sie eine beruhigende Wirkung auf Miss Tilok. Ich wollte Sie schon mal zur Vernunft bringen und würde gern wissen, wie Sie es geschafft haben. Sie haben keine Ahnung, wie das hier weitergeht. Was? Aber hochrangige Kriegsgefangene der Allianz führen doch ein komfortables Leben. Wie? Und wer weiß, vielleicht werden wir sogar Freunde. Wie bitte? Mit Sicherheit nicht. Bray, abführen. Das hätte man wahrscheinlich schlagen können. Oh, die Leute kommen langsam wieder und klatschen sogar. Seit Monaten wollte ich diesen Mann töten. Dann laufe ich ein paar Stunden mit ihnen rum und werde weich. Sie sind eine Krankheit. Dieser Sieg hatte einen hohen Preis, Arya. Es ist nicht weich, das einzusehen. Sie klingen wie jemand, der etwas verkaufen möchte. Ich mag ihre Hartnäckigkeit. Und dank ihnen gehört Omega wieder mir. Was jetzt? Wie geht's weiter? Mit dem Wiederaufbau. Angefangen mit diesem Kontrollzentrum. Es dauert sicher eine Weile, den Gestank des Generals aus meinem Thron rauszukriegen. Ich frage mich, ob ich das Pole-Dancing hier drin je wieder genießen kann. Aber das mit dem Gestank ist ja kein Thema. Du hast ja deine Couch wieder. Jetzt wird bezahlt. Nein, kümmern Sie sich um die Leute. Die Bürger von Omega haben viel durchgemacht, Arya. Vergessen Sie das nicht. Wie sollte ich? Ich werde doch an jeder Ecke daran erinnert. Und keine Sorge. Unsere Vereinbarung steht. Truppen, Schiffe und ein Berg E-Zero. Sie haben's verdient. Dann gehe ich jetzt. Bray bringt sie zurück. Ich muss eine Station auf Vordermann bringen. Man hat den Eindruck, ihr ist Omega tausendmal lieber als Bürger die Citadel. Von Omega, hören Sie zu. Ich, Arya Tilok, habe Ihnen Ihr Leben zurückgegeben. Ich herrsche wieder. Meine Hand liegt wieder auf dem Steuerknüppel. Und ich lasse nicht mehr los. Jeder von Ihnen schuldet mir etwas. Treiben Sie die letzten Cerberus-Eindringlinge zusammen und wir vertreiben sie. Und dann beerdigen wir unsere Toten. Und betrauern sie. Meine Methoden waren nicht immer beliebt. Und ich kann nicht versprechen, dass sich das ändert. Aber die Sicherung dieser Station und ihrer Bewohner ist jetzt mein Hauptziel. Niemand nimmt uns mehr gefangen. Wir mögen angeschlagen sein. Wir mögen bluten. Aber wir sind Omega. Kriegen Sie immer die Drecksmissionen, Bray? Diesmal nicht. Immerhin geht's um die Galaxie. Wir bringen sie von hier weg. Oh. Sie hat auch gesagt, wir sind Omega, nicht ich bin Omega. Haha. Sehr cool. Und das Pole Dancing wurde schon wieder eingeblendet. Ja, Wahnsinn, Leute. Ich glaube, das war jetzt der Omega DLC. Puh, hat aber wirklich lange gedauert. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Parts das waren. Waren 6 oder 7? Uiuiui. Ganz schöne dicke Sache. Cool. Aber wirklich cool gemacht. Also ich bin begeistert. Wirklich begeistert. So, da sind wir auch wieder auf der Normandie. Und hast du eigentlich was zu sagen, Spezialistin, Trainer? Commander? Commander. Dann schauen wir doch mal kurz unsere Mails an.
Gedenkstätte von Ashley Williams. Shepard, meine Schwester hat alles für die Citadel-Gedenkstätte vorbereitet. Sie hat mir gezeigt, was sie an die Mauer hängen will. Sehr schön. Ich wünschte, ich könnte etwas tun, um ihr das alles zu erleichtern. Ich soll ein paar Worte über unsere Familie sagen. Ich weiß, sie haben viel zu tun, aber es würde mir viel bedeuten, wenn sie kommen könnten. Ashley. Ja, aber natürlich. Das hat uns die Ashley ja erzählt, dass ihr Mann, der Mann ihrer Tochter, ich glaube Sarah war es, ihre Tochter, oh, ihre Schwester, ihre jüngsten Schwester Sarah, glaube ich, so hieß sie, dass der bei der Allianz Navy war und dass der gestorben ist. Und das ist jetzt eben das mit der Gedenkstätte. Da fliegen wir natürlich jetzt als nächstes hin, ist ja klar. Habe was gefunden von Miranda Lawson. Shepard, ich habe einiges über meine Schwester herausgefunden. Schon wieder war es mit einer Schwester. Nichts Gutes. Aber da geht noch etwas anderes vor. Ich bin jetzt wieder auf der Citadel. Ich lege einen Treffpunkt fest und schicke Ihnen einen Navi-Punkt, sobald Sie hier sind. Miranda. Pause gefällig. Von Garrus Vakarian. Shepard, ich habe mir gedacht, wir könnten beim nächsten Besuch auf der Citadel mal eine kleine Auszeit nehmen. Kein Krieg ohne ein bisschen Erholung. Falls Sie Interesse haben, finden Sie mich bei C-Sicherheit in der Nähe der Shuttles. Garrus. Aha. Weg von der Arbeit. Von Liara Tassoni. Shepard, ich brauche eine Ausrede, um mich von diesen Monitoren loszureißen. Besuchen Sie mich bitte, wenn wir das nächste Mal bei der Citadel andocken. Liara. Die wollen alle was auf der Citadel mit uns machen. Besuch der Citadel. Von Javik. Commander, ich finde dieses Nachrichtensystem veraltet und unpraktisch. Ich hätte es für einen Witz gehalten, als Spezialistin Trainer sagte, ich müsse Buchstaben tippen, um Wörter zu bilden. Ich möchte die Citadel bei unserem nächsten Abstecher dorthin besuchen. Zu meiner Zeit war sie von den Reapern besetzt. Falls Sie sich mir anschließen wollen, finden Sie mich in dem Bereich mit den Botschaften. Ich halte das Konzept der Kontrolle über die Galaxie zwischen Spezies aufzuteilen für eine Lüge. Ein Erinnerungsstück. Von Ariati Loke, Thema ein Erinnerungsstück. Shepard, ich habe Petrovskis Schachbrett auf die Normandy schicken lassen. Es passt einfach nicht zu der neuen Ausstattung, die ich für das Afterlife geplant habe. Aria. Das Schachbrett haben wir bekommen. Und Priorität Citadel Landurlaub, das machen wir dann eben, wenn wir den entsprechenden DLC machen. So, ich glaube, wir können jetzt nichts mit den Leuten reden nach diesem DLC. Ich gehe aber mal zum Joker. Cerberus dürfte jetzt größere Probleme haben, Rekruten zu finden. Okay. Beziehst du das auf den Überfall auf die Citadel oder auf den Überfall auf Omega? Commander? Shepard? Okay. Sie starren. Shepard, Sie starren. Gut, nee, da können wir jetzt mit unseren Leuten hier nichts reden. Jo, dann würde ich sagen, dann fliegen wir am Anfang vom nächsten Part. Garrus hat erwähnt, dass Sie beide beim nächsten Besuch auf der Citadel ein wenig Spaß haben wollen. Machen Sie aber keinen Ärger. Können wir nicht versprechen. Weißt du ja, wie das so ist, wenn Jungs unterwegs sind? Commander? Das war jetzt übrigens ein netter Kommentar von der Samantha. So, wir gehen dann mal in unsere Kabine. Könnte mir nämlich vorstellen, dass da die Sache, die Aria erwähnt hat, bereit liegt, nämlich das Schachbrett. So. Piep. Trainer einladen. Ach ja, wir haben auch noch diverse Einladungen von Trainer und dem Vega, glaube ich. Ah, da ist das Schachbrett. Schaut mal. Wie cool. Wie cool. Haben sie es eingebaut. Das war ja auch im Mass Effect 2 so, da haben wir die Absturzstelle der Normandy gemacht und dann haben wir unseren ehemaligen N7-Helm gehabt und sowas ähnliches ist das hier. Oder dieses Porteaner-Relikt. Ja, cool. Ja, gut, dann würde ich sagen, laden wir aber mal die diversen Leute. Moment. Ein süßer Ton. Laden wir die diversen Leute dann im nächsten Part ein und dann fliegen wir zur Citadel. Wir machen natürlich noch einen Logbucheintrag, die Zeit nehmen wir uns. Wieder zum Thema, dass ich es noch hinkriege. Wieder zum Thema Reaper. Marodeure sind geerntete Turianer, die andere Reaper-Truppen befehligen und beschützen.
Die schlanken, gepanzerten Kreaturen sind an sich schon eine Bedrohung. Aber wenn sie einen Reaper-Einsatztrupp anführen, sind sie besonders gefährlich. Allianz-Marines haben beobachtet, wie Marodeure, Husks und Kannibalen in ein Band aus Energie einhüllten, das dann eine Art Panzerschale bildete. Die Standardanweisung der Allianz bei der Begegnung mit einem Marodeur, wenn Husks und Kannibalen dabei sind, lautet daher, den Marodeur zuerst ins Visier zu nehmen. Okay, das war ein interessanter taktischer Hinweis. Gut, Leute, das war's für diesen Part mit Mass Effect 3. Wir schauen uns Aquarium benutzen. Wir schauen uns unsere Fische an. Wir haben zwar einen automatischen Fischfütterer, aber wir können es immer noch manuell machen. Gut, Leute, das war's mit diesem Part von Mass Effect 3 und dem Omega-DLC. Und wir machen dann in der Hauptstory im nächsten Part natürlich geschwind weiter. Also bis dann. Ciao.